Hi, hallo, ich bin die Steffi. Hi, ich bin der Jan. Hi, Tim. Hallo, ich bin der Jan. Das ist ja wie ein Behindertenhof hier. Schlimm, ne? Das ist ja wie RTL. Regionalfernsehen. Hallo. Ich kann nur gucken, dass wir untereinander so gut es geht, irgendwie die Sicherheitsstände. Das ist nicht 1,5 Meter. Einhalten. Wir haben es aufgezeichnet, du wirst gefeuert. Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf unserem YouTube-Kanal. Wir befinden uns, wie ihr im Hintergrund sehen könnt, gerade bei RTL. Da muss ich nochmal nachgucken, ne? Weil du wirst heute eine Art Praktikum, oder wir werden heute eine Art Praktikum bei RTL durchlaufen, ne? Genau, wir werden mal so sozusagen alle Stationen, die es hier gibt, ablaufen. Also Maske, dann natürlich Videoaufnahme und viele andere Sachen auch. Ich denke, dass es heute ein sehr interessanter Tag werden wird. Ich bin so gespannt auf die Frage ist, wo ist Katja Burkhardt? Wo ist sie? Ich bringe ihr das Sprechen bei. Ich bin so gespannt auf die Ticks, die kommen werden. Ne? Ich freue mich schon die ganze Zeit darauf. Wie die sehen, hat das nicht geholfen. Okay, wir wünschen euch sehr viel Spaß bei diesem Video, Leute. Hallo. Guten Tag. Das letzte Mal, wo ich hier in der Gegend war, waren wir im Bootshaus, glaube ich. Ich auch. Irgendwie ist man ansonsten nie hier in so einer Gegend. Das Bootshaus ist quasi die Straße rund für die Leute, die sich hier nicht auskennen. Das ist auch der Backstage-Bereich, wo die Rote wohnt. Wo die wohnt? Wahrscheinlich wohnt die da. Ich meine natürlich, welche Rote meinst du, Jan? Ich weiß nicht, wovon du sprichst. Ich habe auch rote Haare. Willkommen bei RTL. Ich hoffe, ihr seid gut drauf. Gisela ja. Ist gut drauf. Immer. Freut sich Gisela auf RTL? Diese Situation ist natürlich nicht gestellt. Nee. Wir sind ja im Fernsehen, da ist es nie gestellt. Nein, hier ist alles ganz authentisch. Ja, dann gehen wir mal rein. Ja. Ihr dürft euch heute so ein wenig austoben. Oh, ich bin sehr gespannt, ich freue mich schon. Ihr wart noch nie bei uns, ne? Ihr wart noch nie bei RTL. Nee, noch nie. Bisher kenne ich das nur so aus dem Fernsehen. Na, dann müssen wir heute mal live kennenlernen. Ja. Hallo. Hallo. Ich hab Ebola. Schreib das mit ins Formular rein. Müssen sich auch YouTube-Stars dran halten. Stars. Ist nicht so ein Begriff, den ihr gerne hört? Also ich kann... YouTube-Elite. YouTube-Elite. Wir sind niveauvoll, als euer Sender es je war. So, los, dann rein in die RTL-Welt, in die gute Stube. Eher die schlechte Stube. Nach unserem Dach ein Besuch. Danach kommen nur noch Komplimente raus. So wie immer. Komm ich dann auch ins Dschungelcamp? Wir dachten uns heute tatsächlich, weil ihr mal im Haus seid, ne? Ja. Und Gisela ja gerade gerne viel ausprobiert. Wie zum Beispiel in einem Dönerladen arbeiten. Genau. Oder eine Eisdiele. Darfst du heute auch ein bisschen bei uns arbeiten? Findest du es gut? Also ich bin sehr gespannt. Ich find's ziemlich cool. Wir können ja in der Cafeteria kochen. Nein, wir haben uns schon mal was Besseres ausgedacht. Ja. Ich glaube, ich wüsste jetzt schon nicht mehr, wie ich hier wieder rauskomme. Kennt ihr sie noch? Nee. Ja. Wer ist das? Birgit Strohwanger. Oh, ja, da hat jemand aufgepasst. Ich sag ja... Ja, ey, die alte Tutz wohnt ja auch in meiner Hut. Was sind hier? Genau. Schnittplätze. Hallo. Hi. Wenigstens gibt's hier ein bisschen Niveau. Oh mein Gott. Hast du auch? Ja, das war der Feuerlöscher. Doch. Einmal hier in eure VIP-Maske. Herzlich willkommen. Oh. Hier dürft ihr euch jetzt erstmal gleich austoben. Wir haben hier schon ein paar Schminkutensilien vorbereitet. Ich sehe da schon so viele Sprühflaschen, das kann gar nicht gut ausgehen. Wir haben hier auch ziemlich geile Klamotten für euch rausgesucht. Sowohl Männer- als auch Frauenklamotten. Das heißt, ihr habt die freie Wahl, was ihr hier machen wollt. Alles steht unter dem Zeichen, Gisela wird RTL-Moderatorin. Ja? Sprich, du wirst hier heute professionell. Ich glaube nicht, dass es auffällt. Die sind alle gestört bei euch. Hammer. Also Gisela ist besonders nett zu RTL heute. Ja. Wir gehen später natürlich auch ins Studio und da erklären wir euch dann, was Gisela genau moderieren wird, welche Sendung. Da bin ich aber auch sehr gespannt drauf. Ich würde mal sagen, wir machen euch jetzt studiotauglich, Jungs. Aber Tim, du darfst Hand anlegen. An Jan? Ja. Boah, das finde ich gut. Das finde ich richtig gut. Ja, nehmen Sie gerne Platz. Mache ich. Willkommen im Tims Beauty Salon. Was hätten Sie denn gerne? Kennt ihr euch denn schminktechnisch so ein bisschen aus? Nein. Du, das ich mach dich schön. Oh, danke. Oh, gerne.
Oh, verzeih, ich glaube, das mag den Flecken. Alles gut, ich weiß gar nicht, ich weiß nicht mehr, was. Nein! Ich soll dich anmalen, nicht du, du wendest andere Leute an. Nein! Hättest du nicht gedacht, dass das auf dich zukommt heute Nein, Morgen? Ehrlich gesagt, habe ich damit nicht gerechnet. Nein, wir machen weiter! Beeil dich! Mach am besten die Augen zu, ich habe irgendwie Angst, dass ich dir die aussteche. Ich auch. Hast du das schon mal gemacht? Ja. Einmal, aber das ist nicht gut ausgegangen. Am Ende sah Janos wie der Joker und ich wie ein Affe. Sunpowder, das ist gut. Das ist für die Sonne, du magst es. Oh, das ist gut. Das hilft auch gegen deine Akne gleich. Ja, das ist ziemlich dunkel. Also wenn du das ins ganze Gesicht machst, dann... Ja, Black Lives Matter, okay? Oh, oh. Ist das an? Nee, ja, komm. Nicht. Ich mach dir deine Augenringe weg. Ich glaube, man muss das ein bisschen verteilen, damit das nicht so... Das schätze ich auch. Boah, geil, sieht super natürlich aus. Hättest du gedacht, dass wir nochmal ein Schminkvideo machen? Nein. Ich auch nicht. Ich hab's echt vermisst, muss ich... Das muss einwirken. Doch nicht mal Bibi's Beauty Palace macht Schminkvideos. Habt ihr nicht so einen Schwamm? Geht das nicht mit so einem Schwamm besser? Ja, haben wir leider gerade nicht da. Du kannst auch einen Finger nehmen. Wo doch direkt C war einfach. Dann ist es ja weg, wir wollen es ja da haben, damit man den natürlichen Effekt hat, weißt du? Jan, ist das vielleicht auch so ein Moment, wo du auch ein bisschen entspannen kannst? Das ist halt, dass die Ticks nicht so da sind. Also unter entspannen würde ich dann doch eher was anderes verstehen als das hier. Ich finde das total entspannend. Ich finde es auch total. Und hier sitzen sonst die Leute, also die Mitarbeiter von RTL in der Maske? Nein, eigentlich nicht. Das hier ist tatsächlich die Gästemaske. Also wir haben noch mal eine große Maske ums Eck, die ist aber heute ziemlich voll. Saß hier schon Donald Trump drin, ne? Ich glaube nicht. Zum Glück. Wer sitzt denn gerade in der anderen Maske? Weiß man das? Ich glaube, Katja Burkhardt macht sich gerade ready. Ach, Katja Burkhardt! Ja. Gisela ist Fan von ihr. Du kennst sie aber anscheinend auch. Aber ich finde, sie gut aus bis jetzt. Oder? Ich weiß nicht, wenn du Gisela richtig hier als Frau sein. Ja, aber ich will ja nicht so schlimm dastehen. Dass ja. Nicht? Nein. Und du hast auch nicht die Augenlider getroffen, tatsächlich. Ja, ich kann dir das ein bisschen wegmachen, wenn du willst, damit es nicht ganz so übel aussieht. Okay. Damit es nicht so verheult Kannst aussieht. Du die bitte wegmachen, das ist noch übler. Und was waren deine ursprünglichen beruflichen Pläne? Meine? Mhm. Ich habe eigentlich noch. Der Tim war Zuhälter. Für rote Mädchen. Offiziell habe ich eine Ausbildung im Rettungsdienst gemacht. Oh, cool. Und ja. Inoffiziell gehört ihm Bonn 17. Das ist Highlighter, oder? Das ist Lidschatten, tatsächlich. Das kommt quasi auf das Lid drauf. Ja! Mach es auf, schnell! Ja! Brauche das. Ja, aber wenn du willst. Ist es sehr schön? Ja! Ja, da kriegt der Schiss. Gibt der Kameramann fast um. Willst du das? Ist es sehr schlimm für dich? Was denn? Wenn ich das drauf mache? Lidschatten? Ja. Ach, das ist jetzt auch scheißegal. Der Zug ist abgefahren. So ist. Ich hab schon voll resigniert. So ist okay. Man darf ja nur ein, zweimal tupfen, sag ich immer. Und schon ist der Alltagslook perfekt. Was? Findest du dich schön? Hast du schön gemacht. Danke. Sad, ich würde sie mir jetzt geben. Die Hand würde ich dir geben. Das ist Lippenstift tatsächlich. Aber da steht Steffi drauf, der ist von der Steffi, den will ich jetzt nicht aber benutzen. Ich will nicht wissen, wie viele Corona-Schlampen den vorher schon im Mund hatten. Ist das einer mit Geschmack? Nee, eigentlich nicht. Nein. Was ist denn das eigentlich? Das ich will. Ja! Hitzeschutz, sowas gibt's? Wenn du die Löckchen machen wolltest. Ja, wir sind fertig. Also ich bin zufrieden damit. Würde ich sagen, Maskenbildner Tim hat den bekommen. Okay. Und dann gehen wir mal rüber zu den fancy Klamotten, die da drüben hängen. Findest du irgendwas besonders schön hier von? Ich finde das eine coole Kombi auf jeden Fall. Ich finde vieles also besonders hässlich. das stimmt. Ich meine die Frau da. Du hast noch gar nicht gesehen, was hier hängt. Mein Lieber. Ich fände cool, wenn du so, also wenn wir dich so als Nerd machen würden, weißt du? Wie ich da drin aussehe. So, dann ab Richtung Studio. Seid ihr schon ein bisschen nervös, wenn ihr jetzt aufzeichnen dürft? Ach, wir zeichnen jetzt for real wirklich irgendwas auf, oder? Wir zeichnen jetzt was auf. Ach, okay. Nee, keine Ahnung. Weil wir machen das Wetter. Da muss oh, wir machen das okay. Wetter. Wir wissen alle, wo Norden, Süden, Osten, ich scheiß rein. Nein, ich bin Feuerlöscher. Ich bin Feuerlöscher. Ja, lass los. Oh, alles gut, nichts passiert. Das ist die Hauptsache. Hier stehen noch echt viele von den Teilen rum. Ja, das stimmt in der Tat. Ich will die halt auslösen. Die triggern. Mach eher anderer, Kassi. So, einmal rein ins Studio. Guten Tag zusammen. Hallo.
Heil Hitler zusammen! Alter. Sieht fast so aus wie bei dir im Zuhause. Ist schon ein bisschen größer als bei euch zu Hause, oder? Ein bisschen. Dezent, ja. Eine von diesen Kameras ist größer als der gesamte Raum. Ja. Und von hier machen wir halt das Wetter. Hier gibt es sogar Monitore, kommt mal hier zur Seite, dann könnt ihr euch nämlich auch sehen. Auf den Monitoren, wir haben da Monitore. Ach krass. Immer das Programm der Konkurrenz. Da sind wir, glaube ich. Genau wissen, was wir machen. Da sehen wir uns natürlich auch nochmal und wir werden gleich sein im Guten Morgen Deutschland Wetterset. Und dann darf Jan das Wetter machen. Ach, da sind wir direkt live. Viele denken immer, das Wetter ist so super einfach. Ist es aber gar nicht. Eigentlich ist Wetter mit die Königsdisziplin, weil man muss... Hallo, ich will dich nicht mehr sehen. Das geht dann aber nicht. Dann siehst du das Wetter ja auch nicht. Du weißt ja gar nicht, wo du hinzeigst. Was sieht man das Wetter denn? Das ist halt das Ding. Guck, ihr müsst auf die Monitore gucken. Ihr könnt an die Wand gucken. Da seht ihr dann gleich auch quasi die Karten mit. Und ihr werdet in die Kamera moderieren, wo gleich ein Text steht. Könnt ihr auch so machen, dass Jan das Wetter macht und du Tim den Prompter bitte. Können wir auch machen, ja. Was ist der Prompter? Das ist quasi das, was du abliest und ja. Tim steuert quasi die Geschwindigkeit. Ja, das können wir machen, das okay. Ist cool. Alter, ist das riesig. Ja, ne? Was ist das für ein Set? Von was ist das? Das ist quasi hier das Set von Punkt 12. Hier ist auch gleich in der Stunde Punkt 12. Heißt mit Katja Burkhardt, die kommt nachher auch. RTL Aktuelles hier. Ich heiße sie willkommen. So, aber vor der Kamera moderiert habt ihr noch nicht, ne? Nee. Außer bei uns jetzt nicht, ne. Oder? Haben wir? Ich weiß es nicht. Nee, wir haben noch nichts moderiert. Also ich könnte das Wetter auch, wenn ich seit Jahren moderiere, ich könnte nicht das Wetter machen. Ja. Ich habe noch nie Wetter moderiert. Ich hätte wenn ich das Angst, gleich schaffe, dann hast du keine Ehre mehr. Ja, das ist, glaube ich, dann wirklich so. Was aber für ein Saftladen, das erzähle ich ProSieben. Deswegen passen wir auf dich fürs Wetter und nicht mich. Ja. Ich weiß, dass ich es nicht kann. Wenn du drehst, hier ist der Text vom Wetter. Und da musst du so schnell, du musst drehen, so wie er redet. Ja. Okay. Er sitzt ja vorne in der Kamera. Ja. Das heißt, wenn du ganz schnell drehst, dann hat er ein Problem. Okay. Ach, da läuft gerade Blaulichtreport, sehe ich gerade. Genau, rechts hast du quasi das Live-Programm. Halt mal da drauf. Hallöchen. Da sieht man auch Jan oben links, wie Jan tanzt im Greenscreen. Ey, wie krass, man sieht einfach hier, wie das aussieht. Das ist richtig krass. Hallo. Jan. Das steht im Fernsehen. Okay. Oh, das ist aber nicht einfach, ne? Das ist ein bisschen, ist nicht so einfach. Jan, bist du ready? Ja. Hast du Bock? Ja! Haha! Ist das Wetter gut? Ja, das Wetter ist super. Heute ist der erste offizielle Sommertag. Sehr gut, dann legen wir mal los. Tim, bist du auch ready? Ja. Ist die Regie ready? Moment, in welche Kamera gucken? Bin ich das? Gleich. Ach, da ist auch eine Kamera drin. Ich hab keine Ahnung, was ich bin. Jan, du musst dich so hinstellen, dass du im Bild bist. Das siehst du unten links, du bist nicht, man sieht dich nicht. Ach so. Jan, ich gebe mein Bestes, wir schaffen das. Jan, vielleicht kommt ja die Karriere als Wetterfrosch doch noch. Ja, wer weiß, wir werden es gleich sehen. Du kleine Kackermaus. Ja, Jan muss anfangen zu lesen und wenn Jan anfängt zu lesen, kannst du drehen. Du musst nicht mitreiten. Ich kann nicht lesen, ich bin nicht in der Schule gewesen. Was haltet ihr davon, wenn ich Punkt 12 moderiere? Die alte Tutz braucht doch keiner. Huch, das hat er aber nicht gesagt. Huch. Guten Morgen, wir feiern den ersten offiziellen Sommertag. Meist sind heute auch nur lockere Wolken unterwegs. Nur der Osten. Der Osten. Ja, noch östlicher geht's nicht. Nur der Osten tut sich noch schwer, bis der Sommer dort ankommt. Unser erstes Sommerhoch heißt Utz und das kommt aus Frankreich rein. Normalerweise gehen wir nach Frankreich rein. Jalla, Tim! Ja, ich drehe! Und so ist dann alles für den Hochsommer angerichtet. Und die Ersten starten jetzt auch schon in die Sommerferien. Und da die Das Handy kommt weg! Und da die meisten nicht wirklich ins Ausland wollen, konnte man heute bei dem Auszugswetter schon mal testen, wo es heute schöne Ecken gibt in Deutschland. Und? Wie hat's geklappt? Ging's? Ja, ich hab mich ein paar Mal so versprochen. Also ich denke, wenn man sich das so im Fernsehen ansieht, ist es auf jeden Fall leichter, als wenn man direkt hier steht. Man denkt wirklich, das Wetter ist easy, ne? Aber es ist, und wenn du jetzt noch zeigen müsstest. Also Props gehen raus an die alte Katja. Genau. Kann ich dann so machen? So, hier der Osten. Am Rhein? Ach, ist das gut so? Am Rhein. Ha! Der Fünf-Tage-Trend aus warm nach heiß. Ist dann das Motto am Dienstag. Nur noch im Osten. Was frischer. Am Rhein geht's auf die 30 Grad.
am Mittwoch schon darüber. Da hat der Osten wieder mal mehr Wolken. Der Donnerstag heißer mit ersten Gewittern. Ja, da ziehen wir drüber her. Und dann werden auch die Nächte tropisch, also nicht kühler. Also als 20 Grad und zum Wochenende hin steigt das Gewitter und auch das Unwetterrisiko wieder an. Jetzt einen angenehmen Abend, mehr Wetter morgen. Früh in Guten Morgen, Deutschland. Wofür arbeitest du eigentlich hier? Solltest du die nicht einschalten? Alle Leute, die bei ProSieben rausgeflogen sind, werden halt von RTL aufgesammelt. Wir haben ja schon gemerkt, wenn Kameras laufen... Guck mal, was ich kann! Wenn Dinge da aufgeklickt... Das sah im Internet ganz anders aus! Gisela merkt auf jeden Fall, dass es jetzt gerade um sie geht. Sieh das an, du siehst eh aus wie eine Eiche. Oh Gott, sah die gruselig aus. Die sah aus wie vom Bonner Hauptbahnhof. Komm, ich scheiß jetzt mal rein. Ha. Wer kriegt den Apfel als erstes? Rosi, fang den Apfel! I just can't let you go. Lord knows that I've tried to. You said I was the only one. No one likes being lied to. You made this mess and left me with the pieces. Now I want.